spezifisch über meine Arbeit ist eigentlich, dass sie keinen spezifischen Fokus hat und ich eigentlich ständig auf der Suche bin, die Themen und die Medien, mit denen ich mich auseinandersetze, zu erweitern. Und am meisten freut mich, wenn ich überrascht werde. Und deswegen sind auch solche Gelegenheiten wie hier in St. Petersburg für mich besonders interessant. Und zwar haben wir ein Grid entwickelt von 3x3 Punkten auf der Mappe, die sich wie ein Raster über die Stadt legen. Und die haben mir jetzt praktisch 9 zufällige oder halt dadurch gefundene Punkte vorgegeben, die ich dann versucht habe in der Stadt zu besuchen mit diesen Boxen, die hier ausgestellt sind. Und zwar waren die zunächst nur mit einer weißen Schicht Agar-Agar und Nährsubstanzen gefüllt, die ich sterilisiert habe und habe eine Glasscheibe drüber gelegt. Und so bin ich mit diesen sterilen Boxen zu den Orten in St. Petersburg gefahren und habe die Boxen dort jeweils 1 bis 2 Stunden offen stehen gelassen, sodass sich die ganzen Luftkeime auf den Agar-Agar setzen konnten und nun in der Ausstellung wachsen. Die zum einen in Richtung architektonische Fragestellungen gehen, also Urbanismus, Städteentwicklung, wie sich Städte verändern oder auch ästhetische Betrachtungen von wie werden Häuser gebaut und was für Materialien werden verwendet. Und auf der anderen Seite ist das auch gleichzeitig eine Art Auseinandersetzung mit Landschaft, nicht? Also weil diese Bakterien uns ständig umgeben und eigentlich den Teil der Landschaft, die uns umgibt, ob das jetzt eben eine urbane Landschaft ist oder eine natürliche Landschaft, bilden diese Bakterien den Teil der Landschaft, den wir normalerweise nicht wahrnehmen, aber der ein integraler Bestandteil ist und absolut lebensnotwendig ist für uns.